So, hier ist sie wieder, die Susanne Lorei. Ein sehr schräges Thema hat sie sich heute gewählt, nämlich die Zombie-Apokalypse. Und rennen wir bald nur noch als Beziehungsgestörte herum. Und ich habe dieses Thema gewählt, der Zombies, weil hier gesellschaftlich einfach Dinge ziemlich strange laufen, ziemlich seltsam laufen. Ich kriege es ja hier auch in der Praxisarbeit sehr stark mit, wo man einfach sagen muss, ja, da sind gesellschaftliche Umbrüche zu verzeichnen. Und ihr wisst ja, wenn ihr euch so ein bisschen an diese Filme erinnert, also so 60, 70er Jahre sind die, glaube ich, aufgekommen. Da waren es ja erst am Anfang diese seltsamen, schrägen Untoten, die da in Gruppen da irgendwo die Leute verschreckt haben. Ziemlich primitiv, sehr langsam, schwerfällig, intellektuell auch unter Grasnarbe. Und interessanterweise hat sich das dann ab den, ich glaube, so 2000 haben sich diese Zombie-Filme verändert und da waren diese schrägen Vögel hauptsächlich durch Infektionen, Parasiten oder irgendwelche Viren mutiert. Also man beachte wieder, winkt mit dem Zaunpfahl, dass da vielleicht irgendwelche Bezugnahmen stattfinden auf die heutige Zeit. Und da wisst ihr ja, dann müssen dann irgendwelche komischen wenigen Leute da versuchen zu überleben in diesen Angriffen, die durch irgendwelche Horden erfolgen. Gut, die Parallelität des gesellschaftlichen Zusammenbruchs, wofür ja diese Zombies stehen, habe ich leider Gottes viel auch in der Praxis. Ihr wisst ja, ich arbeite viel über Videochat oder direkt hier in der Praxis, wo die Leute kommen mit irgendwelchen Nöten, Sorgen oder Auffälligkeiten. Und was ich jetzt die letzten Wochen sehr viel habe, ist einfach, sind Vorgänge, wo man sagt, das soziale Verhalten der Menschen verändert sich sehr stark. Du hast hier überall, also zumindest krieg ich's hier mit, sehr viel Rückzüge. Die Leute sagen, sie sind enttäuscht, sie möchten sich abschotten, sie wollen auf ihre Insel, wollen einfach nur noch ihre Ruhe haben. Wir haben sehr viele, die sagen, ich bin einfach nur noch misstrauisch. Die Freude, die Unbeschwertheit, die Herzlichkeit ist am Schwinden. Wir haben viele, die sagen, Gemeinschaft ist nicht mehr das, was sie mal war. Ob jetzt Verein oder irgendwelche Events oder irgendwelche Gruppen, das hast du vielleicht auch in deinem Unternehmen. Merkst du, dass es ist verändert, also dieser Gemeinschaftssinn scheint sich aufzulösen. Dann haben wir natürlich, da habe ich viele Videos zugemacht, Familienspaltungen, da geht es quer durch die letzten paar Jahre, also wo man wirklich auch sagen muss, dass diese chemischen ja, Behandlungen einiges dafür, also dass sie dafür gesorgt haben, dass es auseinanderdriftet. Dann habe ich sehr viel momentan Paarbindungsproblematiken, also sehr viele Trennungen aktuell. Und man muss auch sagen, was ist heute Paar, was ist heute Familie? Angesichts dieser ganzen, dieser Gender, wisst schon, ich möchte da gar keine Ausdrücke für verwenden. Oder auch dieser Frühsexualisierung der Kinder im Kindergarten, wo sie überhaupt nicht mal wissen, was ist denn überhaupt ein Männlein, was ist ein Weiblein. Also da glaube ich, brauchen wir uns nicht wundern, dass die überhaupt gar keine Definition mehr haben. Was ist heute Familie? Was ist heute ein Paar oder ein Liebespaar? Ja. Und wir haben eben sehr viele Rückzüge auch dadurch, dass ich arbeite viel mit Hochbegabten, mit HSP, also hochsensitiv Leuten, dass die einfach sagen, ich ertrage es da draußen nicht mehr. Ja, ich halte es da draußen nicht mehr aus. Einfach weil die Leute anders sehen, weil sie wie die Zombies wirklich rumrennen, sagen manche fast so ein bisschen, ja, ist natürlich ein harter Ausdruck. Und ja, man merkt es allerdings auch im Netz. Ich habe jetzt vorhin auch wieder in meiner Gruppe, also ich habe ja so verschiedene Gruppen, so Telegram oder auf diesen verschiedenen Social Media Accounts und der Ton wird einfach rauer. Die Leute haben nur noch, die rennen nur noch mit kurzen Zündschnüren durch die Gegend und wehe dem, da ist jetzt ein falsches Wort in irgendeinem Post von mir oder ein anderer äußert sich ein bisschen kritisch, dann geht es gleich hoch wie im Hühnerkampf und es ist schon manchmal nicht mehr so lustig. Ja, das kostet auch sehr, sehr viel Kraft. Na, habe ich gedacht, oh, dann machst du wieder mal eine Umfrage, Susanne, deine Community ist ja riesig und dann kriegst du immer dann auch gute Antworten und beleuchtest mal, was ist der Status quo. Und da habe ich jetzt wirklich auf den verschiedenen Kanälen auch wieder fast 1000 Kommentare gekriegt oder auch Mails, die hier einflattern, wenn die Leute nicht so öffentlich schreiben wollen.
Und man kann wirklich da Schwerpunkte setzen, viele Rückzüge. Ich fasse es erstmal zusammen, ganz kurz, weil bei tausend Dingen, leider Gottes, kann ich da nicht die Dinge also alle vorlesen, aber so die Grundstrukturen einfach euch nochmal zu zeigen. Also viele, die auf Rückzug sind. Zweitens, ganz viele, die in Erschöpfungszuständen sind, die momentan misstrauisch sind. Viele auch noch, die sehr gefrustet sind, weil sie die letzten paar Jahre durch diese, wisst schon, durch diese Chemieaktion schwer sich geächtet gefühlt haben. Und einer hat sogar gesagt, er ist ins Exil gegangen, aber im Exil, sagt er, hat er allerdings auch Gleichgesinnte wieder gefunden. Ja, hat mich übrigens auch da so ein bisschen wieder erinnert an, in der Bibel gibt es auch diese Szene, dieser Auszug aus Ägypten, ja, Auszug aus dem Exil quasi, und die haben dann dieses neue Land gesucht, ja. Und so kann man sich das momentan fast ein bisschen vorstellen, dass man ja irgendwo rausgeht aus einem alten System oder aus einer alten Konstellation und sucht quasi das Neue. So, was fast alle gesagt haben oder die meisten war der Grundtenor, weil ich gefragt habe, ja, merkt ihr das, dieses Sozialverhalten, dass sich das verändert? Merkt ihr, dass sich was dreht oder fühlt ihr euch sogar langsam selbst als beziehungsgestört? Habe ich so ein bisschen in Anführungsstrichen gefragt. Und die meisten haben gesagt, nee, das ist keine Gestörtheit, sondern die meisten fühlen sich auf dem richtigen Weg, weil sie auf diesem Weg, also nach bestimmten Ängsten, klar, jeder hat erstmal Angst, sich loszulösen von einer alten Umgebung, weil sie auf diesem neuen Weg Freunde gefunden haben, ja, und diese Stille oder den Rückzug, also zum großen Teil auch wirklich wertgeschätzt haben oder wertschätzen gelernt haben, so ist richtig. Ja, also diese, man muss nicht so Angst haben oft, wenn man sagt, oh, ich bin jetzt isoliert oder viele Leute brechen mir ab. Klar, das macht das triggert ja was in uns an, erst einmal, dass, oh, das kann ich nicht überleben oder wie geht es mir dann, wenn meine Freunde oder Bekannten wegbrechen. Aber der Grundtenor von vielen Kommentaren war, ja, nach einer gewissen Zeit ging mir es wesentlich besser und ich schätze die Stille und den Rückzug. Ja, und was auch hochinteressant war, das möchte ich an der Stelle auch bemerken, viele haben gesagt, ich möchte nicht mehr zurück. Ich möchte mich nicht mehr eingliedern. Ich möchte lieber jetzt mir ein neues, kleines, qualitativ hochwertiges System aufbauen und mich vom alten System wegbewegen. Also das war so der Grundtenor. Das heißt, für manche wird es dann eng. Also wenn ich jetzt nur mal auch an die Unternehmen denke, die ich da auch gerade betreue, wo gerade viele Leute oder gute Mitarbeiter abhauen, weil sie diese ethischen Zustände nicht mehr ertragen, dann wird es natürlich für manche Leute da drin dünne. Ja? Wenn gute Leute abhauen und wollen auch durch bestimmte Leckereien oder Bonbons dann nicht mehr zurück in die Firma oder in das Unternehmen, dann, also das ist so meine Prophezeiung, viele Systeme und Unternehmen werden da recht hurtig die nächsten Monate zusammenbrechen. Also da bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt lese ich euch mal ein paar einzelne kurze Stimmen vor, damit ihr auch merkt, dass ihr nicht allein seid, weil es kam auch oft, oh, bin ich froh, dass ich jetzt die anderen alle lese, weil dann merke ich, dass ich nicht irgendwo einen Sprung in der Schüssel habe, sondern dass im Grunde genommen viele ähnlich denken. Also nur mal so ein paar einzelne Sätze. Also eine Antwort, ich kann nicht mehr auf andere zugehen. Ich war vor Wochen in einer Gruppe für ein paar Tage und wo ich niemanden kannte. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich mich verhalten sollte. Oder selbst wenn ich mal in einem Café oder Restaurant sitze, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt. So, nächster Satz. Ja, ich komme mittlerweile mit niemand mehr so richtig zurecht. Punkt, Punkt, Punkt. Also ich habe ein paar Sätze jetzt auch immer bei den Kommentaren weggelassen, dass sie nicht so lang werden. Und ich bin froh, wenn mich die Menschen in Ruhe lassen. Es ist mir einfach zu viel. Nächster Satz.
Genau so ist es. Ich habe seit langem das Bedürfnis, wie ein Einsiedlerkrebs zu leben. Die Energien anderer empfinde ich als sehr kräftezehrend. Am liebsten bin ich momentan ganz alleine. Nächster Satz. Ich jedenfalls komme gerade mit dem Normalus kaum noch zurecht und ich weiß nicht, was ich außer Smalltalk mit Ihnen überhaupt reden soll. Es ist anstrengend und dann bin ich eben lieber alleine. Wieder eine Stimme. Ja, ich habe mich komplett zurückgezogen. Einkaufen gehen ist für mich purer Horror für mich. Gestresste Menschen, Beschallung aus den Lautsprechern, ständiges Gepiepe, Gedröhne in den Läden. Da meine Familie und Freunde mich wegen C aus ihrem Leben aussortiert haben, das haben übrigens einige Stimmen so benannt, und mein Partner letzten Jahres verstorben ist, bin ich seither so gut wie nur noch alleine, bekomme eine kleine Rente und kümmere mich noch um ein paar Haushalte von kranken Menschen, aber selbst das fällt mir immer schwerer, da ich keine oberflächlichen Gespräche mehr führen mag. Ja, und so habe ich da hunderte von Kommentaren mir da rausgedruckt, vielleicht noch mal zwei, weil die auch interessant sind, was ich euch vorhin gesagt habe, dass die Leute nicht mehr zurück wollen. Ich verspüre auch schon länger überhaupt kein Bedürfnis mehr nach Socializing. Gehe ganzzeitig einkaufen, einmal die Woche, und ansonsten träume ich vor einer Hütte im Wald mit einem bisschen Garten drumherum, um etwas anzubauen. So, und dann die letzte Stimme, die fand ich auch spannend. Liebe Susanne, ich habe immer schon zurückgezogen gelebt. Daher hat sich in meinem Leben aktuell nicht viel geändert. Was mir aber aufgefallen ist, dass ich nun kein Außenseiter mehr bin. Es kommen plötzlich Menschen auf mich zu und fragen mich um Rat oder bitten um Hilfe. Einige suchen auch einfach nur meine Nähe. Merkwürdig, so etwas ist mir früher nicht passiert. Also wie gesagt, das sind jetzt nur mal ein paar Stimmen, ja, das war hochspannend, das ist immer auch toll, wie ihr euch da engagiert in meinen Kanälen, weil nur so sieht man auch, wo wirklich der Trend sitzt. Ich sage einfach mal, dass vieles da draußen, das sind Trends, die uns vorgegeben werden, die aber nichts mit der Realität zu tun haben. Und deswegen ist, wenn man so den Sensor mal auf die Menschen da draußen setzt und horcht, was die wirklich denken, ja, ist das oft, also für mich zumindest, extrem beruhigend, weil man dann einfach sagt, ja, ich tick ja doch noch richtig. Also ich kann ja nicht so falsch liegen, wenn da Hunderte oder Tausende in meiner Umgebung vielleicht eine ähnliche Meinung haben. Gut. So, nächster Punkt. Natürlich könnt ihr euch ja jetzt vorstellen, wenn es den Leuten da draußen so geht, da muss ja die letzten paar Jahre was passiert sein, wo man nahelegen kann, dass das ja auch gewollt ist. Nichts passiert da draußen ohne irgendwelche Intention. Also wer glaubt, das sind alles so Zufälligkeiten, also da glaube ich, dass ihr falsch dran seid. Weil diese Isolation der Menschen, diese Separation ist ja auch gewollt, ja? Weil diese Vereinzelung von Menschen ja dazu führt, dass sie leichter greifbar sind. Ist ja logisch. Der Fuchs holt das Huhn auf der Stange, das Einzelne, leichter um die Ecke, als wenn 50 von diesen Flattermännern in dem Hühnerstall sitzen. Und so ist es eben auch. Oder stell dir wie so ein Getreidehalm vor. Ein einzelner Halm ist sicherlich leichter von dem Sturm zu knicken, als wenn du so breit gefächert hier und stramm, eng zusammenstehend das Feld diesen Windstößen leichter trotzen kann. Und so ist diese Isolation, und da möchte ich dich auch mal bitten, da vielleicht auch mal ein bisschen zu gucken, was die Entwicklungen angeht. Diese Konstellation ist so angelegt, dass du immer mehr vereinzelt wirst. Ich habe da ja schon eine Menge Videos gemacht, auch das zum Beispiel Mutter-Kind-Bindung wird ja von Anfang an schon sehr ja, ausgedünnt, wenn man so will, ne? Durch staatliche Institutionen, die auf die Kinder gucken, oder dass in den Kliniken diese Nähe zum Kind gar nicht mehr oft durch Kaiserschnitt und alles gegeben ist. Ja? Du hast aber gerade auch die letzten Jahre massiv fast alle Maßnahmen gebündelt, will ich mal sagen, die dazu
dazu führen, dass du die soziale Vernetzung nach außen einstellst. Ja, da sind nicht nur die Gesichtstücher damit gemeint, wo ich keine Mimik mehr zum anderen habe, sondern die Leute sind nicht mehr aus der Bude raus, jeder hat Angst gehabt, jeder, der auf der Straße dir gegenübersteht, war der Todesengel, weil man weiß ja nicht, was der für eine Beulenpest da irgendwo hat. Ja, das heißt, den Leuten wird abtrainiert, Gemeinschaft zu suchen. Und diese paar Jahre, auch wenn es so ausschaut, als ob alles wieder beim Alten ist, nee, du fühlst es regelrecht, dass diese Gemeinschaft, dieses solidarische Zusammensein, sich unterstützen oder diese Herzlichkeit einfach komplett verblasst ist. Ja, den Leuten ist quasi eingeimpft worden, im wahrsten Sinn des Wortes, dass dein Gegenüber indirekt auch ein Feind sein kann, weil der, was weiß ich, für Partikel auf sich tragen könnte, die dich um die Ecke bringen könnten. Ja? Oder in die Grube, wenn man es genau nimmt. Ja? So, das heißt, es wurde alles gemacht, dass der Mensch quasi bei sich bleibt, dass er isoliert bleibt. Oder auch, ich könnte jetzt eine halbe Stunde auch diskutieren über die Immobilität. Ja? Wenn die Menschen nicht mehr rausgehen, guck dich doch mal auf den Straßen abends jetzt um. Früher ist immer noch mal jemand irgendwo durch die Einkaufsstraßen gekrabbelt, aber es ist doch die tote Hose überall. Ja? Die Leute sind gewohnt, in der Bude zu sitzen. Oder auch die Immobilität, mal ehrlich, mit das Autofahren wird einem ja weggegruselt, ja, überall hast du Baustellen, Verstopfungen, bei uns hier in Schweinfurt sind ständig die Hauptbrücken zu, wegen Baustellen, du kommst in die Stadt nicht mehr rein, ja, und ich habe zum Beispiel einen Strafzettel gekriegt, nur weil ich mit meinem Autorad ein bisschen auf dem weißen Strich war, ich musste mich da einfügen in die Parklücke, konnte nicht anders parken, bumm, hast einen Strafzettel drauf, ja, das alles so Dinge, die dazu führen, dass du dich separierst, dass du mit deinem Hintern zu Hause auf dem Sofa bleibst und dich nicht mehr regional groß ausbreitest. So, jetzt können wir natürlich sagen, ja, dumm gelaufen. Wenn jetzt alles auf Isolierung aus ist und sozialen Rückzug und dass wir quasi irgendwo einen Knall kriegen, weil wir verhaltensgestört sind, macht es zunächst Angst, ja, habe ich euch ja vor allem benannt. Sehr logisch. Man hat Angst vorm Alleinsein, weil das irgendwo in einem Jahr antriggert, ja, wenn du isoliert bist oder abgekapselt bist, dann bist du auf Gottes Erdboden hier komplett auf dich gestellt und dann kannst du komplett auch so nicht überleben, ja. Aber da möchte ich euch ein bisschen Zuversicht geben. Weil das schaut erst einmal so aus, wie wenn du jetzt Verlust aller Koordinaten hast und nichts mehr, was dich stützt und hält. Aber ich vergleiche es immer gern mit so einem kleinen Fahrrädchen. Als du damals Fahrrad gelernt hast, hast du ja auch erst mal Stützräder gehabt. Und irgendwann hat dein Papa dir die Stützräder abgeschraubt und hast ja auch eine Höllenangst gehabt, dass du umfällst. Aber letztlich war dieses Wegschälen oder dieses Wegbauen deiner Stützgeräte da im Außen letztlich die Ursache dafür, dass du dann in die Freiheit gegangen bist oder gefahren in dem Fall. Also deswegen macht mich das auch relativ zuversichtlich, dass das, was geplant ist, ja, die Leute alle solo zu stellen oder zu separieren oder in eine Verhaltensstörung quasi reinzutreiben, dass das letztlich dazu führt, dass wir stärker werden. Also ich werde euch jetzt auch gleich die Vorteile dann aufzählen, dass ihr auch so ein bisschen die Beweise habt oder nicht nur sagt, ja, die Susanne, die schnattert immer was daher und will uns da irgendwie so Pseudo-Zuversicht aufbauen, sondern ich möchte es euch ja auch belegen. Ja? Und was ich aber an der Stelle auch noch ausdrücken will, wenn jetzt diese Stützräder überall weggebaut werden, diese Struktur, diese Koordinaten, diese Stützen, ist auch noch eine recht nette Erfahrung, dass die sich parasitär in dieser Struktur bewegt haben und nicht umgefallen sind, weil die anderen ja überall die Stützen waren und alles abgesichert war, ja, dass es für die jetzt ein bisschen luftig um den Hintern wird, wenn diese Strukturen sich abbauen. Weil dann können irgendwelche Leute, die sich auf Kosten anderer irgendwo durchschlängeln, ja, sei es ökonomisch oder sonst wie, ja, die müssen dann langsam doch auch mal in die Pötte kommen und müssen schauen, was kann ich tun oder wie kann ich autonom jetzt oder wie muss ich autonom jetzt auch meine Überlebenskräfte ein bisschen zusammensammeln.
Gut, jetzt schauen wir uns mal die Vorteile an, damit ihr auch wisst, dass das Hand und Fuß hat, was die Susanne sagt. Und zwar Vorteile quasi dieses Eremitendaseins, dieses Einzelgängertums, wo wir ja gerade hier reinmünden. Oder auch, wie hat man denn früher gesagt? Eigenbrötler hat man ja gesagt, die Eigenbrötler. Und der Einstein hat angeblich gesagt, ich habe jetzt nicht gefunden, wo er das angeblich gesagt hat, aber er sagt, dieser Rückzug, dieses Eremitentum würde dazu führen, dass, wie sagt er da, dass du die wichtigen Fragen deines Lebens stellst und dass du quasi die Wahrheit zu suchen beginnst. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung, ja. Ich rede euch ja nicht irgendwas vor, was ich nicht selber erlebt habe. Ich bin hier auch. Fragt mich nicht. Familie, Bekannte, der ganze Freundeskreis von früher ist mir auch alles weggebrochen, ja. Und man muss ganz klar sagen, dass viele Führungspersönlichkeiten, viele Genies, viele Wissenschaftler, viele Mystiker, das waren alles Einzelgänger, Eremiten, zumindest für eine gewisse Zeit. Und in dieser Höhle oder in diesem Abgesperrtsein sind ja erst die kleinen Wunder oft passiert. Oder die Eingebungen oder die Projekte oder die Erfindungen entstanden. Oder auch die, ihr wisst ja, ich bin da so ein bisschen mit oben verschraubt, mit dem Himmelspersonal hätte ich fast gesagt. Diese Gottesannäherung findet auch nur in der Stille statt und nicht, wenn du irgendwie abgelenkt bist. Jetzt bin ich auch auf die Zeitschrift Psychologie heute gestoßen. Das war Mai diesen Jahres in der Ausgabe. Und da, die haben dann auch bestätigt, ja, diese komischen Eigenbrötler und Einzelgänger, sie hätten eine Menge Vorteile. Sie würden die Zeit ganz anders genießen, steht da drin. Sie hätten erstaunlich zufriedener. Sie wären in einem höheren persönlichen Wachstum. Das kann ich bestätigen. Also seitdem ich hier so ein bisschen isolierter bin, hat sich ganz viel bei mir getan. Sie würden sehr viel mehr oder schneller lernen und sie hätten weniger Probleme mit Veränderungen. Sie wären optimistischer und weniger gestresst. Na, ich meine, das Letztere ist ja logisch. Also wenn ich hier 7,5 Kinder habe und einen Partner habe oder eine Oma, die ich pflegen muss oder sonst wie, klar, dann bin ich mehr gestresst als jemand, der für sich jetzt isoliert erstmal ist und nur für sich und sein Leben sorgt. Ja? So, übrigens, ich habe dann auch interessanterweise bin ich drauf gestoßen, Eigenbrötler, weil man denkt, das sind ja die Durchgeknallten, das sind die Komischen, die unnormal sind oder die jenseits des Lebens da sich durchkämpfen. Eigenbrödler war im Grunde genommen ein positiver Zeitgenosse. Im 16., 17. Jahrhundert waren das die Leute, die in Hospitälern, die Hospitalinsassen, die nicht auf Almosen angewiesen waren. Also die sogar mit ihrem Möbelstaat in die besseren Zimmer da reinkamen und quasi aus ihren eigenen Ressourcen das bezahlen konnten. Die tauchen übrigens auch bei den Brüdern Grimm auf, als autonom, als selbstständig. Das waren eigentlich die Leute, die auf keinen angewiesen waren. Also dieses, dass Eigenbrödler so ein bisschen Ballerballer sind und nicht ganz im Leben stehen, das, wenn du mal nachforscht, ist ganz das Gegenteil der Fall. So, jetzt habe ich für mich mal, also ich habe mich da ein bisschen durchgepirscht durch verschiedene Quellen und habe das wirklich abgeglichen mit meinem Leben, was ich so erlebe, beziehungsweise mit den unzähligen Schicksalen, die ich auch hier begleiten darf bei meiner Arbeit und habe jetzt für euch 5 Hauptvorteile rausgefunden, die euch vielleicht so auch ein bisschen beruhigen. Und ihr sagt, oh, diese Zombie-Welt und dieses, dass alle da draußen abdrehen und ich bin komplett allein, dass es auch vielleicht einen Sinn, einen Nutzen hat und so es denn nicht für ewig ist, weil das Eremitendasein, wo du dich einfach nur noch in die Höhle zum Verschimmeln legst, das ist, glaube ich, auch nicht gerade der Brüller, aber wenn das eine gewisse Zeit geht, kann das ein sehr großer Prozess sein, fast alchemistisch, der dich in andere
Sphären hochentwickeln kann. Also, halten wir mal fest, 5 Dinge habe ich gesammelt. Also das erste definitiv, du hast in dem Moment, wenn du separiert bist von anderen, einfach mehr Raum. Mehr Raum für dich, deine Projekte, deine Gedanken und dein Gedeihen. Ja, ist ja ganz logisch. Ja, das ist ja so wie, guck mal, da fällt mir das ein mit dem, wie heißt das, Pikieren heißt, glaube ich, in der Gärtnerei. Ne? Wenn du eine Saat angelegt hast von irgendwas und nimmst die kleinen Pflänzchen und tust sie dann in die kleinen Töpfchen einzeln rein, das nennt man Pikieren. Und dieses Vereinzeln von Pflanzen ist ja hauptsächlich bei diesen starken Singulärpflanzen, die viele Früchte tragen, der Fall. Also ich glaube Tomaten und was haben wir, Kürbisse und Kohlrabi und all diese Dinge. Und die brauchen einfach mehr Raum. Das heißt, wenn dich das Leben jetzt in irgendwas reinschiebt, wo du sagst, na, das ist aber jetzt blöd, ich wollte jetzt gar nicht solo sein, dann kann das ja eigentlich auch ein Schubs vom Leben sein oder vom Göttlichen, wo sagt, ja, du brauchst jetzt einfach zum Gedeihen erstmal mehr Raum. Der zweite Vorteil ist, dass du dich nicht mehr ausbremsen lässt von jemand oder dich anpassen musst. Sind wir doch mal ehrlich, sobald du jemanden neben dir hast und wenn es nur ein guter Freund oder Freundin ist, dann gleichst du dich wieder ab, musst du den gemeinsamen Nenner suchen, wo du jetzt essen gehen willst, ob du das unternehmen willst, weißt du, oder auch in der Familie, dann passt du dich nur noch an. Und wenn du jetzt erst einmal rausgeschält bist und in deinem Alleingang bist, dann ist es ja so, dass plötzlich jetzt Projekte möglich sind, ohne dass dir jemand ins Ohr plärrt. Oder wieder sagt, dass du das nicht machen kannst, weil das kann ja überhaupt nicht klappen. Und ich sage dir ganz ehrlich, viele Dinge, die mir gelungen sind in den letzten paar Jahren, sind mir gelungen, weil ich erstmalig Luft hatte, weil meine Familie, oder ich habe ja 4 Kinder, weil die nicht alle auf mir drauf gesessen waren. Also im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich dass ich diesen Raum für all diese Dinge dadurch gekriegt habe, weil mich keiner mehr ausgebremst hat. Der dritte Grund ist einfach, dass du autonom wirst. Das ist das, was ich euch vorhin gesagt habe. Man hat ja Angst, dass man das allein nicht schafft. Und wenn dich das Leben jetzt zwingt, dass du allein jetzt erst einmal überleben musst, verlierst du die Ängste, weißt du? Du verlierst die Ängste, du hast auch nicht mehr diesen Zwang, andere zu klammern oder irgendwie, weil du glaubst, du brauchst die für irgendwas. Nee, wenn du das überlebst, dann weißt du, dass du vieles einfach allein stemmen kannst und sogar viel leichter oft stemmen kannst. Wenn ich jetzt überlege, guck mal, vor 1,5 Jahren, wisst ihr ja, habe eine ziemliche Erkrankung. Ich habe durch diese Krankheit gelernt, dass ich frei von jeder konventionellen medizinischen Betreuung überleben kann. Ich habe ganz viel entwickelt, ganz viel gelernt, ich habe viel über Pflanzenkunde gelernt und über Ernährung und all diese Sachen und noch bin ich nicht unter die Grasnarbe gefallen. Also ich glaube, so wie es ausschaut, schaut es gut aus und ich denke, dass ich die Kurve kriege, wenn es so weitergeht. Also ich bin autonom geworden. Ja, ich bin auch autonom, was Events angeht. Ich muss nicht überall irgendwo hinpirschen. Ja, ich bin autonom, was Konsum angeht. Meine Sachen, die ich habe, die reichen mir. Oder ich muss auch nicht wie früher, da bin ich 2-3 Mal ins Fitnesscenter geturnt da und habe da meine Umdrehungen gemacht. Und jetzt habe ich daheim auf meinem Teppich, mache ein paar so Übungen. Also mir ist es wurscht, ob dieses Fitnesscenter jetzt Stromausfall hat oder die Woche schließt oder Verteuerung hat, es ist mir egal. Also das heißt, es ist eine Autonomie entstanden, die mich unglaublich wendig macht dadurch. Und da sind wir beim vierten Punkt, nämlich die Wendigkeit. Und da möchte ich dir einfach nur ein Bild geben. Ne? Stell dir vor, jetzt gerade diese Meeresenge oder Nadelöhr, sage ich ja oft, ja, du hast ein kleines Kajak, hast ein Einzelkajak, heißt das ja, glaube ich, und du kommst jetzt durch diese Klippen und Felsspalten wunderbar schnell und wendig durch.
Und jetzt frage ich dich, mit einer riesen Titanic, oder? Du bleibst du doch wie ein Stöpsel da drin, bleibst du da hängen. Also dieses solistische, sich verdichten auf sich, hat den großen Vorteil, dass du viel, viel flexibler diese Flussengen wie soll man sagen, durchpaddeln kannst, ja? So, und der letzte Punkt ist einfach, dass du mehr Zeit hast. Ja, wenn ich überlege, guck mal, ich weiß gar nicht, wie viele hunderte von Gedichten ich gemacht habe oder Texte oder auch die Videos seit 6, 7 Jahren jetzt, ja, das hätte ich doch nie machen können, wenn ich keine Zeit habe. Das sind alles schöpferische Projekte, wo man sagen kann, die sind alle dadurch entstanden, dass ich jetzt erstmal solistisch hier mich durchschieben kann. Und deswegen möchte ich auch an euch appellieren, habt nicht so viel Angst vor diesem Eremitentum erstmal. Ich denke, dass das göttliche oder dieses weise System genau weiß, was es gerade anstellt mit uns und wie es uns am besten jetzt durch die Zeit fördern kann. Ja, also nicht diese furchtbare Angst haben. Ich meine, die Angst wird ja auch geschürt. Ich habe jetzt auch ein paar so, na, wie nennt man das, so Krankenkassenseiten mir angeguckt, wo dann erzählt wird, oh, was die Einsamkeit jetzt alles mit den Leuten macht. Und die kriegen viel mehr Infektion und Herz- und Kreislauferkrankungen und sie würden alle viel eher sterben. Ja, wofür diese Angst mache? Ich frage mich eh, ist es wirklich jetzt nur dieses Alleinsein, was jetzt höhere Sterblichkeit macht? Oder könnte das irgendwas anders sein, wo da einfach jetzt hier, naja, so mal, weißt du, das schiebt man mal vom Tisch und dafür blasen wir das andere Thema groß auf, ja. Also habt mir da nicht so groß Angst, weil ich bin mir ganz sicher, dass die Zeit uns dann wieder in die Weite treibt. Das ist ein Kleinmachen, das wieder in die Weite geht. Ich habe euch ja, glaube im letzten Video war es, habe ich euch ja erzählt von der Dame, die seit, ich glaube, fast 40 Jahren, also jedenfalls ewig lang sitzt die im Rollstuhl, Zwerchfell eingequetscht, konnte nicht mehr reden richtig oder schnaufen und nicht mehr singen. Die fängt jetzt an zu singen, ja, die fängt jetzt an, Gitarre zu spielen, hat sich jetzt so ein Wischmopp gekauft, wo sie sagt, jetzt tut sie allein daheim aufwischen, damit sie keinen mehr braucht. Wisst ihr, das sind alles so Prozesse, das macht einfach Freude, dazu zu gucken. Oder ich habe jetzt einen Herrn gehabt, ja, gestern haben wir abgeschlossen. Ja, der hat überhaupt nicht viel Sitzungen gebraucht, ich glaube 3 oder 4 Sitzungen. Ja, war vollkommen erschöpft. Da ging es um eine Beziehungskiste, die ihn voll zugesetzt hat. Hat natürlich Riesenmalheur mit der Schilddrüse gehabt, hohe Dosen mit Medikamenten. Und das super Interessante war, wir haben dadurch, dass er dann aufgebaut hat und ist wieder nach draußen gegangen, also von diesem ganz kleinen Sein wieder nach draußen, konnte man jetzt bei jeder Untersuchung, bei jeder Laboruntersuchung feststellen, dass die Schilddrüse immer wieder besser jetzt das Arbeiten angefangen hat, dass er jetzt fast komplett schon die Medikamente weglassen kann. Ja? Also das sind alles so Dinge, wo ich sage, da wo es ganz klein zugeht, ja? Da wo du sagst, oh, das ist ja furchtbar und die Zeit und da ist überhaupt keiner mehr draußen für mich da und alle sind sie anders und sei doch einfach mal zuversichtlich und glaub daran, dass nichts zufällig passiert und dass all die Dinge, die jetzt dich erstmal verdichten, dafür da sind, dass du durch diese Engpässe einfach durchkommst. Ja? Also das ist so der Appell heute ein bisschen an euch, dass man in dieser Zombie-Landschaft da draußen, wo man einfach nur noch sagt, oh Gott, wie sind die Leute drauf? Und wo man sich am liebsten ins Mäuseloch zurückkriecht, dass das Mäuseloch oder die kleine Höhle vielleicht jetzt einfach dran ist. Gut, mein Gedicht kommt jetzt wieder und das Ding heißt, damit es auch passt hier zu dem Video, eingesperrt. Übrigens zwischendrin, wer mich also für psychologische Sitzungen braucht, bitte keine langen ewigen Texte schreiben. Ich kann sie nicht mehr lesen, ich kann das auch nicht beantworten schriftlich. Wenn ihr was wollt von mir an Terminen, bitte mittags, werktags zwischen 12 und 13 Uhr anrufen. Und da gehe ich meistens selber hin und dann gucken wir uns das an, ob ich dir bei irgendwas helfen kann mit Terminen, ne? So ich denn noch Termine habe. Gut, ach ja, Däumel nicht vergessen und bitte das Verteilen der Videos nicht vergessen, weil ich einfach eure Unterstützung inzwischen brauche, weil die Reichweite sonst von das, was die Kanäle hergeben oder uns noch als Aufklärer noch zulassen, ist, das kannst du in die Tonne treten. Also ich brauche euch mehr denn je.
Gut, also, mein Gedicht haut mir jetzt bitte nicht ab, weil es ist wichtig, dass euch das Bild noch mal klarer wird von dem Inhalt des Videos. Ich habe es extra dafür gemacht, also horcht euch das bitte noch mal bis zum Ende an. Also, eingesperrt. Nun, du weißt, in engen Zeiten, wo Dinge uns aus Fingern gleiten, steckt das Schicksal uns hinein in Räume, wo wir sind allein. Wie in einer großen Pelle zappelst du herum ganz schnelle, findest Zeit in dem Kokon, ganz wenig lustig und dir zum Hohn. Dort sitzt du wütend und verrenkt, bist aber auch nicht abgelenkt, denn so mag Leben dich dann zwingen, über manches nachzusinnen. Wohlgeschützt wirst bald verstehen, dass diese Zeit ist ausersehen, dich aus dem Raupenwanst zu schicken und dich mit Flügeln zu beschicken. Dieses Werk der Alchemie wandelt alsbald schnell wie nie, denn Wunder findet dort nur statt, wo Auferstehung aus dem Grab. Nach kleinem Tod in winzig Raum wirst aufrecht du das Leben schauen, drum hadre nicht mit lästig engen aus Höhlen, mit dir tausend drängen, die dort verharrt als Eremit, die Wandlung tragen mit dir mit. Die Einsamkeit, sie mag wohl binden, die deinen wirst du dennoch finden in dieser oder jener Welt, weil nichts, was eins in Gott zerfällt. Sie sammeln sich, die neu gestalten, du wirst sie bald an Händen halten. Alles Liebe euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Eure Susanne Loray.